Hallo zusammen. Seht euch das Rätsel an. Was glaubt ihr, welches Thema besprechen wir heute? Посмотрите на ребус. Как вы думаете, какую тему мы сегодня обсудим? Genau, Brieffreundschaft. Wir sprechen heute darüber, wie man einen Brieffreund wählt. Верно. Сегодня мы поговорим о том, как выбирают друга по переписке. Schlagt eure Bücher auf Seite 116 auf. Übung 9a. Hört kleine Texte und füllt diese Tabelle in euren Heften aus. Откройте учебник на странице 116. Прослушайте небольшие тексты и заполните таблицу в своих тетрадях. Lars ist mein Freund. Er ist aus Berlin. Er ist 12 Jahre alt. Lars ist sportlich. Er spielt gern Tennis. Maria ist meine Freundin. Sie ist aus Minsk. Maria ist 11 Jahre alt. Sie ist super. Maria spielt Fußball. Sie ist sehr stark und schön. Mein Freund Tom ist aus Dresden. Er ist klein, dick, aber sehr nett. Er ist 11 Jahre alt. Er lernt gut, er spielt gern Gitarre und macht viel Sport. Laura ist 12 Jahre alt. Sie ist aus München. Sie ist sehr lustig. Sie spielt gern. Ich spiele mit ihr gern. Sie hat viele Ideen. Nun lest diese Texte in der Übung 9b auf der Seite 116. Stoppt das Video und überprüft euch. А теперь прочтите эти тексты в упражнении 9b. Остановите видео и проверьте себя. Nun überprüft euch. Sehr gut. Macht eure Bücher auf Seite 110 auf. Übung 3a. Sehr wichtig ist, dass man mit seinem Freund etwas Gemeinsames hat. Hier sind verschiedene Charaktereigenschaften. Seht euch die Wörter im Kasten an und erzählt, wie im Beispiel, was ihr an euren Freunden mögt. Откройте учебник на странице 110. Очень важно, когда у тебя есть что-то общее с другом. Посмотрите на слова в рамке и расскажите, как в примере, что вам нравится в ваших друзьях. Also, was mögt ihr an euren Freunden? Sehr gut. Schlagt eure Bücher auf Seite 115 auf. Übung 8a. Haltet das Video an und lest den Text. Wen wählt ihr als Freund oder Freundin? Откройте учебник на странице 115. Поставьте видео на паузу и прочитайте текст. Кого вы выбрали бы в качестве друга или подруги? Что вам важно в дружбе? Also, wen wählt ihr als Freund oder Freundin? Drückt kurz auf die Pause und liest Anzeigen. Wem möchtet ihr schreiben? Остановите видео и прочитайте объявление. Кому вы хотели бы написать? Also, wem möchtet ihr schreiben?
Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auf www.kinderbrieffreund.de gehen und einen deutschsprachigen Freund oder eine deutschsprachige Freundin wählen und schreiben. Если вас интересует тема друзей по переписке, вы можете зайти на страницу www.kinderbrieffreundschaft.de, выбрать немецкоговорящего друга или подругу и написать ему или ей. Für heute machen wir Schluss. In der nächsten Stunde arbeiten wir am Thema weiter. На сегодня все. Мы продолжим на следующем занятии. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.